Was haben 10 Wildschweine auf der Fahrbahn verloren? Warum stinkt es morgens rund um die Bismarckbrücke nach Urin? Und warum sind Augsburgs Hallensportvereine gerade gar nicht gut auf Markus Söder zu sprechen? Diese Fragen klären wir in der heutigen Folge des Nachrichtenweckers. Ich bin Greta Brünster und wünsche einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Mit rund 500 Teilnehmern hatte die Polizei bei der Radler-Demo durch die Augsburger Innenstadt am Sonntag gerechnet, gekommen sind aber nur etwa 50. Nach Angaben der Polizei dauerte der Fahrradkorso vom Ulrichsplatz durch die Innenstadt und wieder zurück eine knappe Stunde. Auf der Strecke gab es keine nennenswerten Zwischenfälle. Veranstalter der Demo war das Bürgerbündnis Mobilitätswende. Die Aktivisten fordern eine Reduzierung der Ticketpreise im Nahverkehr, stufenweise bis hin zu einem kostenfreien Nahverkehr. Der Einstieg könnte zum Beispiel ein sogenanntes 365-Euro-Ticket sein. Das wäre ein Jahr lang gültig und man würde genau 1 Euro pro Tag zahlen. In Bergheim sind die Wildschweine los. Eine ganze Rotte von etwa 10 Tieren hat am Wochenende die Straße zum Fuggerschloss in Bergheim überquert und ist dabei mit einem Autofahrer zusammengestoßen. Eines der Wildschweine wurde von der Stoßstange erwischt. Am Auto entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Das Tier lief nach dem Unfall einfach weiter in Richtung Felder, wie der Autofahrer der Polizei später mitteilte. Der zuständige Jagdpächter wurde über den Zwischenfall informiert. Im Sommer ist die Brücke im Augsburger Bismarckviertel ein beliebter Treffpunkt bei jungen Leuten. Da treffen sie zum Beispiel Freunde, trinken ihr Feierabendbier oder essen eine Pizza. An lauen Sommerabenden kann es da ganz schön voll werden und dementsprechend natürlich laut. Einige Anwohner haben sich nun über die Zustände beschwert. Nicht nur über das laute Feiern, sondern auch über die Urinpfützen am nächsten Morgen. Eine Anwohnerin hat der Augsburger Allgemeinen gesagt, dass ihre Beschwerden beim städtischen Ordnungsamt nichts gebracht hätten. Nicht mal Toiletten seien aufgestellt worden. Die Polizei sagt, sie habe ihre Präsenz in dem Bereich erhöht, aber anders als zum Beispiel auf der Maxstraße sei es immer friedlich und größtenteils ruhig geblieben. Wenn ihr euch jetzt überlegt, dass ihr euch eigentlich nach Feierabend auch ins Bismarckviertel setzen könntet, muss ich euch leider enttäuschen. Heute ist für den ganzen Tag Regen angesagt. Außerdem ist es recht kühl bei Temperaturen von maximal 15 Grad. Hier in Bayern sind wir es ja gewohnt, dass die Staatsregierung gerne mal einen Sonderweg geht und andere Regelungen beschließt als andere Bundesländer. So hat Ministerpräsident Markus Söder ja eine Zeit lang sehr viel Lob für seine strenge Corona-Politik bekommen. Jetzt gibt es wieder so eine bayerische Extrawurst, diesmal aber sehr zum Leiden der Sportwelt. Es geht um strengere Corona-Regeln in den Hallen. Was es damit auf sich hat und warum besonders im Eishockey die Existenzangst umgeht, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Andreas Kornes. Hallo Andreas. Hallo. Was sehen die strengen Regeln im Hallensport denn genau vor? Ja, in Bayern ist es eben im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern so, dass in den Hallen Stehplätze generell verboten sind und auf den Sitzplätzen überall noch 1,5 Meter Mindestabstand eingehalten werden müssen, zu den 3G-Regeln obendrauf. Und das hat natürlich zur Folge, dass nur sehr wenige Zuschauer in die Hallen kommen können und es sich für die meisten Clubs und Vereine eben nicht rentiert, die ganze Maschinerie anzuwerfen mit Sicherheitsdienst und was weiß ich allem. Es kostet quasi mehr Geld, diesen Betrieb anzuwerfen, als durch die Tickets dann wieder eingenommen werden kann. Und warum ist das ein Problem, gerade für den Eishockeysport, aber auch für Handball, Basketball und Volleyballvereine? Na, es ist so, am Beispiel der Augsburger Panther, die bestreiten 70-80% ihres Etats aus Einnahmen rund um einen Heimspieltag. Da hängt ja noch ein bisschen mehr dran als die Tickets. Das sind auch, ja, überspitzt formuliert, auch die verkaufte Bratwurst, die Geld bringt. Und ohne dieses Geld kann man sich ja ganz leicht ausrechnen, fehlt natürlich dann ein ordentlicher Batzen im Etat und das schlägt sich natürlich dann
auf die Personalplanung nieder, weil bei den Ausgaben natürlich mit großem Abstand eben die Personalkosten oben stehen. Heißt, weniger Einnahmen, weniger Geld steht zur Verfügung für Personal. Und auf lange Sicht ist es natürlich, sagen wir mal, für einen Profi nicht so verlockend, irgendwo zu spielen, wo er weniger Geld verdienen kann, weil keine Zuschauer rein dürfen. Und das Problem ist natürlich ist bei den Panthern zum Beispiel, dass es in anderen Bundesländern eben anders ist, wo die Vereine die Hütte voll machen dürfen und ihre Profis anders bezahlen. Also es gibt natürlich dann so eine Art Wettbewerbsverzerrung. Als Sportlaie habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass im Fußball total viel möglich ist. Also ich kann mich zum Beispiel an die EM erinnern. Damals gab es in München ja auch erst Bedenken, ob das mit dem Publikum im Stadion eine so gute Idee ist. Und dann hat es auf einmal doch geklappt. Wieso geht es denn bei anderen Sportarten nicht? Also erstens ist es natürlich so, in den Hallen gelten noch andere Regeln als in einem offenen Stadion. Und dann muss man natürlich schon sagen, dass der Fußball, also der Bundesliga-Fußball, eine andere Lobby hat als jetzt diese doch relativ kleinen Sportarten wie Eishockey, Handball, Basketball, Volleyball. Es macht einfach ein bisschen mehr her, wenn jetzt der FC Bayern oder wenn der Deutsche Fußballbund sich in München meldet, als wenn jetzt, ja, überspitzt formuliert hier, der Pantherboss Lothar Siegel anruft. Also das wird in München vermutlich jetzt keinen erschüttern oder erschrecken. Eine letzte Frage noch. Was ist denn deine persönliche Meinung dazu? Also findest du die Regeln zu streng oder bist du der Meinung, das ist schon richtig so? Ich glaube halt, egal wie man es macht, man muss es einheitlich machen. Das ist, glaube ich, so das Grundproblem. Das ist halt jetzt wieder... Man kann es ja nicht mal Flickenteppich nennen. Es ist ja quasi, die Bayern sind die einzigen, die sich da jetzt so ein bisschen rausnehmen aus diesem großen Gesamtkonzept. Und ja, das ist natürlich dann schon eine wirklich, wirklich schwierige Situation für die Clubs in Bayern. Und ich glaube, man sollte es einfach vereinheitlichen. Am Dienstag tagt das Bayerische Kabinett das nächste Mal. Und ich sage mal so, die Hoffnung ist schon sehr groß, auch in den Clubs, dass es da dann eine Änderung dieser Verordnung gibt, dass man quasi zumindest die gleichen Bedingungen hat wie in anderen Bundesländern. Und ja, wir werden sehen. Dienstag ist Tag der Wahrheit. Bayern geht bei den Corona-Regeln für den Hallensport einen Sonderweg, sehr zum Leidwesen vieler Vereine und Clubs auch in Augsburg. Das war mein Kollege Andreas Kornes mit Informationen und Einschätzungen dazu. Vielen Dank, Andreas. Gerne. Was heute noch wichtig ist, das erfahrt ihr jetzt in einem kurzen Überblick auf Deutschland und die Welt. Die Luftbrücke der Bundeswehr zur Rettung von Schutzbedürftigen aus Afghanistan ist am Freitag zu Ende gegangen und noch immer harren in dem Land viele Menschen aus, die befürchten, von den Taliban verfolgt zu werden. Der deutsche Außenminister Heiko Maas besucht deshalb heute Nachbarländer Afghanistans, um mit ihnen über eine mögliche Ausreise von gefährdeten Afghanen zu beraten. Heute wird er in Usbekistan, Tadschikistan und Pakistan erwartet. Der Rausschmeißer aus dem heutigen Nachrichtenwecker ist ein kleiner Tipp, den ich euch ganz gerne ans Herz legen möchte. Wer kennt eine Stadt eigentlich besser als Menschen, die schon ihr ganzes Leben lang dort wohnen? Das haben sich wohl auch die Initiatoren eines Projekts in Augsburg gedacht, bei dem Einheimische als Stadtführer arbeiten, auf freiwilligen Basis sozusagen. Diese sogenannten Greeter, also vom Englischen to greet, was so viel wie grüßen bedeutet, begrüßen im wahrsten Sinne des Wortes Besucher in Augsburg und zeigen ihnen die schönsten Ecken der Stadt. Wenn ihr auch mal Lust habt auf so einen Stadtspaziergang mit geschichtlichem Wissen, Fun Facts und spannenden Anekdoten, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich euch alle Infos verlinkt. Denn ganz ehrlich, selbst in seiner Heimatstadt gibt es immer noch unfassbar viel zu entdecken. Mit diesem kleinen Tipp grüße ich euch jetzt und sage danke fürs Zuhören und bis morgen. Da stehe ich dann auch wieder für euch am Mikro. Meine Kollegen und ich, wir freuen uns immer über Feedback. Das könnt ihr uns gerne unter nachrichtenwecker@augsburger-allgemeine.de schreiben. Mein Name ist Greta Prünster. Ich wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Macht's gut!
Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen mit freundlicher Unterstützung von Hitradio RT1. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.